So, wir müssen da lang. Nee, da lang nicht. Die beiden Jungs, die können ja weiter gemütlich rumliegen. Wir müssen geradeaus, genau. Okay. Und dann machen wir uns schnell wieder auf den Weg zu Richard. Ich hoffe, die Schlange ist nicht mehr dort. Wie war denn das mit Richard? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Befürchtung, dass wir jetzt gleich gegen die Schlange doch schon kämpfen müssen. Denn irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass Richard gefressen wird von der. Aber ich weiß es nicht mehr. Vielleicht ist es hier auch anders. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bereue es eigentlich jetzt schon, dass ich die Waffe weggesteckt habe. Den Granatwerfer. Und ich lege schon mal die Schrot an. 11 Schuss, das reicht ja niemals. Shit. Keine gute Idee, keine gute Idee. Okay, na tun wir mal so, als hätten wir den Granatwerfer noch gar nicht gefunden. So, jetzt habe ich ja schon rumgespoilert hier mit meiner Vermutung. Wir schauen mal. Erstmal gehen wir davon aus, dass wir ihn noch retten können. Hier, Richard. I'm gonna give you a shot. Oh, der Arm sieht ja eklig aus. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Halt durch. Does it ever not hurt? Okay, er lebt noch. Und wir haben ihn versorgt erstmal. Wir haben 2 Plätze frei. Genau, das Serum ist jetzt wieder weg. Da können wir eigentlich nochmal ein grünes Kraut einsammeln. Mir gefällt es auch nicht, dass hier 2 grüne Kräuter rumliegen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das sieht so ganz aus nach... Alter, du bist gefickt, wenn du jetzt nicht gleich ein bisschen Heilung mitnimmst. Oh je. Können wir noch was für dich tun? I'm okay. The others... Viele sind da nicht mehr. Welche anderen? Richard ruht friedlich. Am besten lassen sie ihn einfach erstmal allein. Na gut. Baby, ich komme. Oh, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich habe die Schlange in keiner guten Erinnerung. Oh nein. Oh, du Sau. Komm. Geh sterben, du Drecksack. Oh, wirklich? Komm schon. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Diese kleine Bitch hier. Steht er nochmal auf? Nee, ich glaube, es ist Ruhe. 2 Verteidigungsobjekte verschwendet, das war gar nicht gut. Das war nicht gut. Das hätte ich besser machen können. Oh, das wollte ich auch nicht. Ich wollte hier kombinieren. Oh Mann, aber dass der so nah stand, ich wollte auch nicht meine Schrotmuni jetzt verschwenden für so einen normalen Zombie, das muss ja nicht sein. Ach Mist, das ärgert mich gerade mit den Verteidigungsobjekten. Wo kommen wir denn hier hin? Ich habe kurz auf die Karte geschaut, das ist ein einzelner Raum, okay. Aber da ist noch so ein Nebenraum mit und wir sehen schon, da ist noch ein großer, wo die Treppe hochführt und auf den will ich nicht gehen in den Raum. Ganz ehrlich, ich will es nicht. Dort oben wartet vermutlicherweise die Schlange auf uns. In dieser Finsternis ist nicht viel zu sehen. Sonst noch was hier? Der Schrank sieht aus, als ob man ihn verschieben könnte, genau. Mach mal bitte, Jill. Überraschung, ein Durchgang. Oh, what? Alter! Sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Was ist denn hier los? Mensch, müsst ihr mal an den engsten Stellen irgendwelche Leute aufstellen? Bleibst du liegen? Junge? Bist du tot? Ja, ich glaub schon. Meine Güte. Also die sind echt nicht nett, die Leute, die das Spiel hier gemacht haben. Die wollen einen schon ziemlich ärgern. Was haben wir denn hier? Gibt's hier überhaupt was? In dieser Finsternis ist nicht sehr viel zu sehen. Ja, das wissen wir ja. Ich hoffe, der bleibt auch liegen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie Licht machen. Wir brauchen eine Lampe.
beziehungsweise ein Feuerzeug wahrscheinlich, um hier den Kandelaber anzumachen. Ein Kerzenhalter ohne Flamme, ja. Danke für den Hinweis nochmal. Gut, machen wir später. Jetzt erstmal weiter erkundet. Hier ist ansonsten nichts weiter, was wir erkennen können. Müssen wir also warten, bis Licht ist. Ich hoffe mal, das hat sich auch gelohnt jetzt. Mann, ich muss mit den Verteidigungsobjekten besser umgehen. Das ist echt nicht gut, was ich hier mache. Okay. Baby. Ich komme. Die Tür ist verschlossen. Dankeschön. Ein Schildsymbol ist in das Schloss eingraviert. Ich danke euch vielmals. Das freut mich sehr. Ich bin ganz froh, dass die Tür zu ist. So, Richard, bist du noch da? Ja. Sollen wir den wirklich hier liegen lassen? Na gut, wenn ihr meint, dann machen wir das. Ist okay, aber ich finde das jetzt nicht so gut. Glaube ich. Okay, aber dann wechsle ich nochmal auf die Beretta. Oh Gott, nur noch einmal schocken und dann war es das schon an Verteidigungsobjekten. Nicht gut. So, dann muss ich aber mal kurz schauen, wie können wir denn hier gehen? Okay, dann nehme ich das grüne Kraut mit hier. Stecke ich das mal ein und gehe nochmal ganz kurz in die Warenhausabteilung. Gehe nochmal ganz kurz in die Abteilung Lagerraum und so. Lagerraum und Co. Sagen wir es mal so. So, ist er gleich hier drüben? Ist er nicht weit? Wir haben ja gleich hier das Treppenhaus, in dem wir schon aufgeräumt haben. Ich hoffe, das ist noch aufgeräumt. Wehe nicht. Ah, aber dann gibt's auf den Deckel, wenn ihr hier wieder neue Leute hingestellt habt. Okay. Ich weiß, später kommt ja nochmal jemand an der Stelle. Aber das dauert noch hoffentlich. Das ist jetzt noch nicht. Habe ich da gerade ein Poster an der Wand gesehen oder habe ich mir das eingebildet? Muss ich gleich nochmal schauen. So, wieder zurück in den Raum. Oh, ein Schutzengel hat uns was an Munition gebracht. Habt ihr das gesehen, Leute? Ist das nicht schön? Jemand denkt an uns. Wir können uns denken, wer das ist. So, nimm mal mit, bitte. Wichtige Sachen, schöne Sachen. Äußerst angenehme Sachen. Ganz viel Munition und zwei Erste-Hilfe-Sprays, das ist Wahnsinn. Das ist die übelste Ausrüstung, die uns hier wahrscheinlicherweise Barry dagelassen hat. Krass. Kannst du noch was nehmen? Jill? Ja, dankeschön. So, die Granaten lasse ich erstmal. Oh, Feuergranaten auch. Okay, Erste-Hilfe-Spray kommt erstmal weg. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig darüber, was ich jetzt mitnehme und was nicht. Das Problem ist halt, die Granatwerfer, ja, wir kämpfen ja jetzt noch nicht gegen die Schlange, also lasse ich den auch wirklich erstmal weg. Ich glaube, das Erste-Hilfe-Spray lasse ich auch erstmal hier drin. Ah, das wird echt kritisch dann später. Gib mal her, Brandsätze heißen die jetzt, aha. Also die Brandmunition für den Granatwerfer. So. Pack mal hier unten hin. Und dann speichere ich mal, glaube ich. Speicher, ja. Ist besser. Wo habe ich denn die Farbbänder? Da sind die Farbbänder. Ich fühle mich ein bisschen unsicher hier, muss ich sagen. Jetzt, wo das Spiel doch so anders ist teilweise. Und wo es so komische Gegner gibt. Deswegen speichere ich lieber ein bisschen öfter. In dem Original Resident Evil, das ich tausendfach gespielt habe, habe ich mich weitaus sicherer gefühlt. Weil ich einfach wusste, was kommt. Das macht wirklich viel aus. Also da würde ich niemals so viel speichern. Da wüsste ich, wann ich welche Waffe mitnehmen muss, weil ich weiß, wann welche Gegner kommen. Das ist hier anders. Ganz anders. Ich kenne ja nicht mal alle Räume. Na gut. Ja, hier hängt eine Nachricht. Ah, ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie sich, falls Sie in einen Schlamassel geraten. Barry. Wieso siehst du mich denn? Es ist also tatsächlich Barry, der an uns gedacht hat. Das ist schön, das freut mich sehr. Und dann gehen wir mal wieder in den Gang zurück, denn hier haben wir noch eine Tür, die noch verschlossen ist und die aufgeschlossen werden möchte von uns. Ich glaube, die hinten im Kaminzimmer war mit Helmschlüssel, ne? Also da kommen wir nicht weiter. Aber die hier ist mit Rüstungsschlüssel und ich erhoffe mir eigentlich sehr viel von diesem Raum.
So, er ist auf jeden Fall noch zu benutzen. Das heißt, irgendwo muss es doch noch eine Tür geben, die wir damit öffnen können. Schauen wir mal. Erstmal kommen wir in die Rüstkammer. Oh ja, die Rüstkammer. Was haben sie denn mit der gemacht? Warum bewegen sich hier die Rüstungen? Alter, das halt aber. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Betätigen? Nein, lieber nicht. Wir sollten erstmal... Kann es sein, dass man das nicht mehr sieht? Im Original gab es auch die Statuen, die haben sich nicht bewegt. Und die musste man dann eben draufschieben auf die Stellen. Weil dort, Gas rauskam. Das war mal wieder eine kleine Falle. Ich glaube, hier gibt es einen Schlüssel, ne? Okay. Ach, danke. Nimmt mir Arbeit ab. So, das schieben wir auch noch hier drauf. Alter, das ist unfair. Komm, spiel nicht mit mir. Spiel nicht mit meinen Gefühlen. Das ist gar nicht freundlich von dir. Oh nein, ich mag solche Spiele nicht. So, wenn wir den reinschieben, kommen die zwei wieder raus. Und wenn wir den hier vorne reinschieben, kommen die auf der linken Seite wieder raus. Zeig mal kurz. Kommt jetzt, ja, jetzt kommt der doch wieder raus. Was soll ich denn da machen? Ach so, warte mal, warte mal. Alles klar, glaube ich zumindest. Ich schieb mal kurz hier rein. Ich glaube, die gehen auch wieder rein. Deswegen hat sich der eine auch verkrümelt. Und wenn ich den jetzt wieder reinschieb, kann es sein, dass der oben links dann auch reingeht. Ja, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt will ich mal ganz kurz schauen, was hier hinten eigentlich ist. In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. Ja, dafür ist der Schalter da. Und nun können wir ihn auch bedienen und sollten eigentlich nicht getötet werden. Ich hoffe es. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Gut, ansonsten wäre halt Giftgas aus den Ecken gekommen und das wäre nicht gut gewesen. Ein rätselhafter Kasten, den Schmuckkasten nehmen wir mit und schauen ihn uns erstmal an. So, können wir den öffnen? Da ist ein Schalter, betätigen, ja bitte. Okay. Da ist ein Bild von Sonne und Mond. Auf dem Teller steht, Sonnenlicht weckt mich. Okay. Da ist ein Schalter, betätigen, ja nochmal, es passiert nichts. Haben wir irgendwas geöffnet? Nee. Ich glaube, wir haben irgendwas auf der Vorderseite da gemacht. Also ich glaube, die sah vorher anders aus, ich bin mir aber nicht sicher. Sonnenlicht weckt mich. Ja, wir haben kein Sonnenlicht hier, das ist das Problem. Sonnenlicht weckt mich. Sagt mir nichts, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das ist am ehesten jetzt noch ein Anhaltspunkt für uns, um hier die Gegend weiter zu erkunden. Weil ich ansonsten gerade nicht wüsste, wo wir jetzt noch großartig Räume zum Öffnen haben. Oder was wir jetzt noch an offenen Rätseln haben. So, wir schauen mal ganz kurz. Was haben wir denn da? Die eine Tür, ich glaube, die konnten wir auch nicht öffnen mit dem Schlüssel, oder? Hier nach Norden und, also nach Nordost so ein bisschen abdriftend. Ich glaube nicht. Ansonsten können wir noch das Feuerzeug holen, auf jeden Fall, und in dem einen Raum da Licht machen. Ich glaube, das sollten wir erstmal tun. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube, das machen wir erstmal. Dann können wir nochmal schauen, ob die eine Tür dort nicht vielleicht auch mit einem Rüstungssymbol versehen war. Wenn ja, umso besser. So, gucken wir mal, was? Was haben wir denn da für eine Tür? Ah, sehr gut. Rüstungsschlüssel verwendet und er ist immer noch zu verwenden. Wahnsinn. Ich hätte nichts dagegen, wenn er dann langsam aufgebraucht wäre. Da hätten wir nicht wieder einen Inventarplatz mehr frei. Rotes Kraut. Oh, ich bin begeistert. Gut, haben wir denn hier einen Lichtschalter? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Ich verbinde das mit Lichtschaltern, diese Hirschviecher da an der Decke. Na gut, ich lasse die Pflanze erstmal stehen. Können wir dann auf dem Rückweg noch machen. Hier können wir den Dietrich benutzen. Kommen wir da irgendwo hin, wo wir schon waren? Ich weiß nicht. Ist das der Kaminraum? Barry! Aha, okay. Ah! Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. This is creepy, huh? Anyway, you should read this. Testament des Forschers.
Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf im Frieden. Bitte verzeih mir. Es tut mir so leid. Martin Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Lauf nicht weg! Bleib da! Okay, an den Raum kann ich mich nicht erinnern und ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass man Barry hier trifft, aber sie hat sich auch ein bisschen creepy angeschlichen, muss ich sagen. Ne? Das macht man auch nicht in so einem Haus hier. Eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Das Aquarium riecht, als hätte etwas darin gelebt. Okay. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Könnte sein. Gut, haben wir hier sonst noch irgendwas? Der Behälter ist voller toter Insekten. Lecker. Hier an der Wand. Oh, da ist noch irgendwas. Bienenpräparat mitnehmen. Ich lasse es erstmal drin, denn wir wollen es erstmal im Raum nebenan anschauen. Verschiedene Angelköter. Okay. Was haben wir hier? Bienenköder. Was ist denn hier los? Eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken? Na klar. Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit den präparierten Insekten zu tun? Okay, das schauen wir uns gleich an. Ich werde erstmal kurz nebenan anschauen, ob dort nicht noch irgendwas ist, das wir einsammeln können. Nur zur Sicherheit. Gut, gehen wir erstmal hier schauen. Mensch, da haben wir Barry gefunden. Aber wieso hat Barry denn abgeschlossen? Wir mussten die Tür mit einem Dietrich öffnen, ne? Will ich mal gerade so festhalten. Barry hat sich eingeschlossen, bevor er dort irgendwas gemacht hat. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten. Ja komm, steck mal ein und bring den erstmal um die Ecke. Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Was? Können wir das wegschieben? Ja, das wissen wir doch. Geht das irgendwie wegzuschieben? Nee. Das hat dann wahrscheinlich mit dem Schalter nebenan zu tun, denke ich mal. Okay, wir gehen erstmal unsere Heilmöglichkeiten um die Ecke schaffen. Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht an die Erste-Hilfe-Kästen erinnern. Was machen die denn? Er enthielt ein Erste-Hilfe-Spray. Okay, wenn es weiter nichts ist, ja, super. Gut. Ich dachte, das ist irgendwas Besonderes, aber es ist letztendlich auch bloß ein verstecktes Erste-Hilfe-Spray. Gut, jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr für die Kräuter da. Hätte ich erstmal das rote Kraut aufsammeln und mischen sollen hier? Nein, da wollte ich gar nicht rein. Ach Mensch. Jetzt bin ich aber durcheinander. So, gehen wir wieder zurück. Aber schön, dass wir Barry mal wieder getroffen haben. Ich habe bald den Verdacht, dass Barry derjenige ist, der den oberen Teil abgerissen hat. Keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber es liegt vielleicht daran, dass er zugeschlossen hat. So, musste ich mal ganz kurz einen Schluck nehmen hier. Meine Stimme ist doch schon etwas angegriffen. Ich habe vorhin schon was anderes aufgenommen und ich habe jetzt wahrscheinlich insgesamt schon wieder, keine Ahnung, 5 Stunden heute gequasselt wie ein Bescheuerter. Da wird es Zeit, dass ich auch mal was trinke zwischendurch. So, das erklärt auch, warum Barry hier drin war. Er war halt nur noch ganz in der Nähe. Beziehungsweise, die Tatsache, dass Barry hier drin war, hätte eigentlich mich darauf deuten lassen können, dass er hier ganz in der Nähe ist. Aber Barry ist ja eh immer da, wo er will. Das Schmuckkästchen packe ich erstmal weg. Auch das grüne Kraut können wir erstmal reinschmeißen. Ich sammle ja oben gleich das Neue ein. So. Und dann gehen wir mal schauen, was wir da mit den Präparaten machen können. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Also daran kann ich mich nicht erinnern, an die Sache mit den Präparaten. Ich weiß nicht, was das ergeben wird. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Ich bin aber schon mal froh, dass wir zumindest jetzt doch einen Anhaltspunkt haben, wo wir weitermachen können. Dass ich jetzt nicht wie ein blinder Fisch jetzt weiter rumtapsen muss hier. Denn die Befürchtung hatte ich erst. Und
sammeln wir erstmal beide auf und mischen sie. Und dann haben wir immer noch zwei Plätze, das heißt, wir können die beiden Köder dann noch einsacken. Beziehungsweise den Köder und das andere da. Das Präparat. Gut.